So, weiter, immer heiter, immer leiter. Noch weil es nachgespielt ist. Es macht Spaß! Hui! So, wo geht's weiter? Ich habe mal kurzerhand die Ranks-Mission hier gemacht mit der 100- und 200-Mann-Mission. Die ist schon leicht, meine Güte. Das geht hier schnell. Okay, hier habe ich auch noch etwas. Da habe ich hier noch was. Wisst ihr was? Wir machen hier mal die unbezahlbare Items fertig. Weil die sind wirklich unbezahlbar am Ende. Aber die Missionen da drin sind auch sehr schwer, muss ich sagen. Auch Profis machen Fehler. Ja, das stimmt. Das sage ich oft. Beim letzten Mal hatte der Handwerker seine Arbeit bereits beendet und war wieder aufgebrochen. Doch nun erhielten wir eine weitere vertrauenswürdige Meldung, wer das auch immer geschrieben hat. Unser Mann soll sich momentan in einem Höhlensystem befinden und dort einen neuen Werk arbeiten. Wirb ihn umgehend für unsere Zwecke. Hey, Kumpel, kommst du bitte zur Shinra Company, damit du dort geilere Items machen kannst? So, ich schau mal hinter mir, weil da habe ich schon eine Kiste gesehen. Gleich mal am Anfang zu Beginn. Und noch eine, hier ein Himmelschokobo-Armband, was mir AP gibt. Ist nett, jo. Dann hier der Magieschlag. Oh, stimmt, ich habe sehr viel Magie verbraucht. Ups, ein bisschen Seismos hier. Da, yay. Au, also stimmt. Ich habe das Zauberarmband ausgerüstet. So, ein bisschen MP abziehen hier und da. Oh yeah, Afrika Flair. Was ganz viel Schaden macht. Hallo. Boing! Und doing! Von dem bekommt man Magiesteine. Das ist cool. Und zack! Ich mag den Magieschlag, vor allem wenn man maximal MP hat. 999 MP. Ja, doch das Level Up meine Materia. Apropos, wie sieht's mit der eigentlich aus? Ja, das geht eigentlich noch alles. Später muss ich halt den Hammerschlag noch ein bisschen mehr Counts geben, den ich noch nicht habe. Okay, ich habe ihn schon, aber noch nicht ausgerüstet. Hier gibt es eine Energie und einen leichten Kamerabug. Warum auch immer. Kein Endgegner hier? Schade. Ist hier was? Nein, auch nicht. Gut. Ich glaube, ganz hinten ist was. Ich gehe davon mal stark aus. Ja. Ich sehe schon eine Kiste. Her mit dir! Aber sofort! Was ist drin? Ein Mithril. Und was ist das nochmal? Ich weiß es ernsthaft nicht mehr. Was war das nochmal? Das war irgendwas für die Materia-Fusion. Das weiß ich noch. Psy plus 1. Oh, das ist sehr gut für mein Vitaga, das eh schon plus 40 Psy hat. Das kann ich dann hochstocken bis Maximum. Wobei ich eh schon ein Wahl habe mit Maximum TB Plus. Aber ich würde noch etwas gern haben, was mir auch nochmal TB gibt. Aber da warte ich noch ein bisschen. Bis ich eine bestimmte Materia bekomme. Das wird noch etwas dauern. So, zuerst mal den Vulcanius hier. Autsch. 19.000 Schaden. Weg mit dir. Zack. Die Wasserblasen, die machen Schaden. Ich meine, das ist nur Wasser. Ja. Das macht Schaden ohne Ende. Au. 18.000. Ja, das ist nicht wenig. Also es ist 7000 schon besser gewesen. So, einmal Wall, dann mal heilen. Und dann nochmal ein bisschen in die Abziehung geht. Dann geht er wieder nichts mehr. Schade. Dann halt so. Und 200.000. Und 300.000. Circa. Ist sogar ein bisschen weniger. Das sind 99.99 mal 3, 200, irgendwas mit 280.000, irgend sowas herum. Nicht ganze 300.000, aber ich zähle da eh fast nie. Oder mein Moment, es ist mehr, 290, 200, ach man, egal. Oh, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, das Großhorn. Hast du Schutz vor physischen Angriffen? Gut, hast du. Dann nehme ich ein paar MP mit von den Vulcanius. Und das bitte weggehen, danke sehr. 1800. Und dann verziehe ich mich. Tschüss. Autsch. Ich habe keine Lust, gegen einen Großhorn zu kämpfen, wenn ich keinen Schwarzkunst dabei habe. Ich glaube, das ist auch verständlich. So, hier eine Kiste mit
einer Schokomopsfeder. Ich brauche sowieso noch ein paar, weil ich noch mal Materie brauche mit TB Plus. Weil, man, wie viel? 47.000 ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Man sieht schon, die Gegner hier machen ja so 18.000 Schaden mit den Wasserblasen. Das heißt, mit drei Wasserblasen bin ich theoretisch tot. Theoretisch. Mit Wall sind es sogar etwas mehr. Dann sieht man wieder, dass die TB alleine auch nichts ausmacht. Die Wasserblase geht, glaube ich, auch auf die Psy und die ist eh schon sehr hoch gesteckt, ja. Es kann auch sein, dass es auf Konst geht, das will ich dann aber verstehen. So, ich habe hier ein Gefühl, dass hier ein Großhorn kommt als Gegner. Darum nehme ich hier mal kurz die Sub-Spirit-Klinge raus, tu das Schwarzkunst rein. Der Rest passt. Und kommt ein Großhorn? Nein! Gut. Ich habe noch ein Gefühl, dass noch einer kommen wird. Ich habe ja schon ein paar besiegt davon. Schon zwei oder drei, die unverwundbar waren, aber trotzdem tötbar durch die coole Schwarzkunst. Ohne Schwarzkunst ist das nicht möglich. Da war sogar einer dabei, ein Großhorn. Da ist Odin gekommen, ja. Da wurde doch Odin nicht getötet. Das ist kein Witz. So, hier gibt es einen Elfenring. Den habe ich schon. Elfenring macht Autoregener. Ist eigentlich sehr cool. So, Schwarzkunst wieder raus. Und wo ist es denn? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Meine Klinge, die Sub-Spirit-Klinge. Hier ist sie. Dass die so weit unten sein muss. Naja, was wollen wir? Headhunter in der Sackgasse. Komisch, dass es hier nicht mehr extrem wird, obwohl ich am Ende der Mission hier bin. Beim letzten Mal war der Handwerker just aufgebrochen, als du am Zielort ankamst. Doch nun erhielten wir eine weitere vertrauenswürdige Meldung schon wieder. Unser Mann soll sich momentan auf einer einsamen Insel befinden und dort an einem neuen Werk arbeiten. Wir bin umgehemmt! Wir wollen ihn unbedingt haben! Ja, den kann ich auch haben, der so geile Sachen macht. Ich meine, Elfenring ist schon mal cool. Dann der Glücksbringer, der Glück bringt. Einer der wenigen Items. Ich glaube, der Glücksbringer ist sogar das einzige Item, das Glück bringt. Also der Glücksstatus. Was macht ihr denn hier? Hallo, Diana, seid ihr auch wieder mal hier? Noch nee, nicht wieder diese Anti-MPA-Besame. Die hab ich ja letztes Mal schon genervt. Ja. Also man sehen schlechter, ouch. Die geben auch so wenig MP ab, die Freunde hier. Ouch. Ach, wie war das mit dem, der Gelbe muss weg? Ja, da war sowas. Auch hier Geld wieder. Der Gelbe muss weg. Seismos! Seismos! Nochmal! Obwohl ich 0 MP habe, kann ich Seismos ausführen. Wie geil ist das denn? Ja, weil ich MP frei hatte gerade. Elektroschock. Zum Glück haben die Freunde hier nicht den Todeszustand. Falls doch, rüchte ich mich mal davor. Mit einem Schutzbit. Aber trotzdem, ich hasse die Anti-AP und MP-Salve. Es gibt fast nichts Schlimmeres. Als wie so etwas. Das setzt die MP und die AP auf 0. Wenn ihr Glück habt. Also stimmt, ich habe schon MP. Ja, Seelenschlechter ist mir eigentlich schon egal. Mein Limit ist schon niedrig. Zack! Aber Schaden macht es trotzdem. Zack! So, schön. So mag ich. So meins. Kurz mal Walle ausholen. Und dann mit Magieschlag alles umbringen! Achtung, Flair! Und ups! Das Flair sieht jetzt genauso aus wie auf der PSP. Finde ich cool. Vorhin war es ja nicht so, vorhin war es immer weiß und dann war es Ende, aber jetzt sieht es wirklich aus wie auf der PSP. Richtig geile Ouch-Sache. Und Magieschlag! Und. Moment. Ausweichen, wenn es geht. Danke! Der feuert Trizauber und der kann nicht, weil er keine MP mehr hat. Wie geil ist das denn? Kann das nur aufhören zu zaubern dahin?
Ich entziehe dir gleich MP, ja? Dann ist es ausgezaubert hier. Autsch. Und tschüss! So, zuerst mal der hier weg. Genau. Dann heilen. Heilen. Und dann mal hier ein paar MP ziehen. Hier, du hast keine mehr und du hast jetzt auch keine mehr. Die haben nur 1000 MP, das ist ja extrem wenig, wenn man darüber nachdenkt. Mit 1000 MP mache ich gerade mal ein paar Mal Magieschlag und dann ist es Ende im Gelände. Tuck! Flare ist auch sehr teuer, Trifeuer ist auch sehr teuer. Sehr interessant, wie oft die hier trotzdem zaubern können. So, hier ist nichts weiter. Keine Kiste. Ah, doch, hier. Ganz in der Ecke, ganz dreist. Da ist ein weiterer Kraftanzug. Moment, das war ja der, der für physische Angriffe optimiert ist, ne? Ja, das ist er. Den kann man für 0 Gil verkaufen. Für 0. Dass der so wertlos ist, ich meine, das ist ein geiler Anzug. Der für physische Angriffe konzipiert ist. Ich meine, ja, das ist cool, ne? Und wisst ihr was, Moment. Zack! Und zack! Und du jetzt auch noch MP abziehen, ja? Der dritte. Nein, ich sag der dritte, nennt sich den zweiten. Genau. Egal, nicht so schlimm. So wird mein Limit wenigstens wieder auf normal gesetzt. Speichern. So. So erspare ich mir auch den Rückweg. Man muss das Ganze auch ein bisschen positiv sehen. So. Okay. Puh, große Ebene. Große Ebene. Schauen wir jetzt erstmal nach rechts weiter. Also, ob man sich Zeit erspart, dass man sie umgebracht wird. Manchmal ja, manchmal nein. Es kommt auf die Mission an. So, hier eine Kiste mit einem Lunaband. Und stimmt, ich habe gesehen, die macht keinen Todesangriff. Darum ist hier das Zauberarmband besser. Und die machen eh so viel Trifeuer. Da kann das mich ruhig auch ein bisschen heilen. Trifeuer ist nämlich sehr stark. Ist schließlich ein Trifeuer. Okay, dann ist links noch ein Weg, wo ich noch nicht war. Mann, ist das hier groß. Aber hey, hier gibt es wenigstens mehr zu erforschen, besser gesagt. Wahrscheinlichkeit, dass hier gegengekommen ist, halt ein bisschen erhöht, wenn man nicht in der Ecke entlang schleicht, wie ich es gerade mache. Aber trotzdem, ich finde sowas cool. Und hier ist eine weitere Kiste. Her mit dir, aber sofort. Was ist drin? Eine Schokomopsfeder. So, hier muss man sehr weit reingehen, damit hier keine Gegner kommen. Ungefähr bis zur Hälfte, dann umdrehen und danach weitergehen. Sehr interessant. Ja, ob man da rein muss. Habe ich ganz zufällig rausgefunden. So, ihr seid auch wieder da? Na schön. Doink! Oh, schönes Trifeuer, das mich heilt. Ja, so muss das sein. So, nicht anders. So, schönen Fängen ausweichen. Du hast mein Limit schon wieder reduziert. Naja, nicht so schlimm. Wall? Ja, Wall ist ja gar nicht mal so schlecht. Die hauen alle so viel rein. Vor allem das Flare. Uah! Und wenn es Double Flare ist, dann ist es sehr schwer, den zweiten auszuweichen. Es ist zwar möglich, aber sehr schwer. Also, ob ich es hinkriege? Nee, habe ich nicht. Gut. Habe ich mir schon fast gedacht. So, Trifeuer. Nicht ausweichen. Heilen lassen. Genau. So, Spiritlinge. Wenn du nicht mehr zaubern kannst. Und das gleiche beim zweiten. Ich wollte das eigentlich beim zweiten machen, aber da halt nicht. Dann halt Magieschlag. Doink! Ah, die Gegner hier halten ganz schön was aus. Der wollte Flair machen, aber er kann nicht, er kann nicht. So, und du, mein Freund, mach Magieschlag und tot. Naja, die halten so ungefähr um die 300.000 aus. Das ist einiges. So, ist hinter dir noch was? Nein. Oh nee, nicht ein Gelber, den hasse ich ja jetzt schon. Los geht's! Und auch noch zwei davon. Oh nee. Cool, dass du so richtig. Läuft besetzt? Okay.
Meins? Nummer 2! So, der Rest sollte leicht sein. Leicht ist was anderes, Leute. Zuerst muss man die zwei Geld wegkriegen, ein paar Mal Seismos und dann Magieschlag sollte reichen, um diese zu töten. Puh, ich hasse diese gelben Italianer. Mit ihren Anti-MP und AP-Schlag. Das ist so derbe. Das macht einfach mal so 1000 Schaden pro Schuss. Und die haben da mehrere Schüsse drin, ja? So, und du, mein Freund. Tja, du bist auch gleich Geschichte. Zack. Bang. Ups. Ich besiege dich doch so. Mit einem normalen Angriff. Ja, mach ruhig Flair. Du kannst nämlich nicht mehr zaubern, weil du keine MP mehr hast. Na super. Und jetzt habe ich MP frei im Kampf. Toll. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Dafür gibt es einen Schutzring. Der Schutzring macht automatisch Barriere und Separiere. Ich speichere jetzt mal gleich nach der Mission, weil das war... Leicht ist definitiv was anderes. So, Ether habe ich noch mit. Soma auch. Das müsste passen. Ein Heilpost reingepfeffert. Dann geht es wieder ein bisschen besser. So, ich bin schon gespannt auf die nächste Mission. Der erzürnte Headhunter. Beim letzten Mal hatte der Handwerker seine Arbeit bereits beendet und war erneut auf Wanderschaft gegangen. Doch nun erhielten wir eine weitere vertrauenswürdige Meldung. Unser Mann soll sich momentan in Shinra-Gebäude befinden. Was? Und dort an neuen Accessoires arbeiten. Wirb ihn umgehend. Moment, der ist im Shinra-Gebäude? Und ich soll ihn anwerben? Hallo? Muss ich das verstehen? Ich meine, er ist im Shinra-Gebäude. Das soll einen Mitarbeiter schicken. Warum muss ich das machen? Tja, das weiß keiner so genau. So, die Genesis sind hier los mit ihren Schattenstichen. Auf die müsst ihr auch aufpassen. Die machen nämlich kritischen Schaden, den Schattenstiche. Sind sehr stark. Nur sie haben eine erhöhte Chance auf kritisch. So, irgendwas war da. So, doing. Und doing. Ich mag Seismos. Leider ist ein bisschen teuer an MP auf Dauer. Nochmal, komm schon. Ach, wenn ich schon einmal hier bin, kann ich ein bisschen MP abziehen. Oh yeah! Nur ein bisschen. Und dann geht's wieder los mit Seismos! Kleines Erdbeben auf Planetana. Erdbeben. War dieses Spruch eigentlich her? Tja, wenn ich das selbst wüsste. Doppel-7. Seismos. Seismos. Ausweichen. Zweimal Seismos macht weniger Schaden als wie Magieschlag, aber Magieschlag ist billiger, wenn man mehr als zweimal Seismos macht. Aber Seismos geht auf alle Gegner. Da muss man jetzt nachdenken, was ist besser, Seismos oder der Magieschlag? Auf einen Gegner ist auf jeden Fall der Magieschlag besser. Aber auf viele Gegner? Sagen wir mehr als 6 im Bildschirm? Wenn ich alle gleichzeitig mit dem Magieschlag treffen würde, dann wäre natürlich der Magieschlag besser. Aber wie oft kommt das schon vor, dass ich alle gleichzeitig treffe? Also ist das Seismos sogar vielleicht besser. Das müsste man ausrechnen. Auch wenn Seismos sehr teuer an den PS, ich meine 58 ist auf Dauer teuer. Auch wenn man 999 MP hat. So, hier ist eine Kiste, die wir hier natürlich haben, mit einem Mithril-Armband. Oh, und hier ist sogar noch eine, das dachte ich mir sogar. Mit Mithril. Irgendwie passt das zusammen, ein Mithril-Armband und ein Mithril. Ich mag das nicht, wenn die Kamera nach der Tür so schnell sich dreht. Da ist die Steuerung nämlich dann auch verdreht. Da muss man aufpassen. Da kann es schon mal passieren, dass man ein bisschen im Kreis läuft und nicht mitbekommt, dass die Kamera sich dauernd ständig hin und her dreht. Man denkt immer, hey, ich gehe doch eh nur geradeaus. Tja. Oh, Maschinen? Moment, wisst ihr was? Doink. Ah, stimmt. Seismos hat ja noch einen Nachteil. Es trifft keine Gegner, die... naja... schweben. Und die hier können sich selbst heilen. Wie geil ist das denn? Donks!
Dunks! Ausweichen. Komm schon. Dunks! Oh yeah! Sondern in Räder reinpfeffern für 499 MP. Wow! Also wenn Aether so viel herstellt, dann sehr gut, muss ich sagen. Ich mag das. So, diese Maschinchen haben ganz schön was ausgehalten. Hier ist eine Kiste mit einem Elixier. Die sind auch ziemlich rar geworden. Ich hatte zwar 50 Stück irgendwann mal. Ja, 50 Stück. Musste aber 30 verbraten, damit ich meinen Wal mit TB mit 999% plus bekam. Okay, hier ist der Endgegner. Hier ist eine Kiste mit zwei Schokomops-Federn. Und ansonsten ist hier nichts. Schade. Wie sieht es mit dem P aus? Sieht noch gut aus. Da es ein schwebender Gegner ist, also einer, der rumfliegt, wäre hier kein Seismus angebracht, sondern die Magie-Schlagklinge, wie ich sie gerne nenne. Achtung! Ah, die Hobbiten sind hier. Sind die aber schnell besiegt. Die halten da gerade mal 50.000 aus. Ich glaube, der hier auch. Das war wirklich schnell. Und dafür gibt es einen Mock-Talisman. Der ist interessant. Dann schauen wir uns gleich mal an. Der ist nur gut, wenn man Stelen mit drin hat. Nämlich, wo ist er denn? Hier. Zurückgelassene und gestohlene Gegenstände sind garantiert Raritäten. Das klingt jetzt erst einmal nach, was? Einmal darüber nachdenken, ist es doch gut. Wenn zum Beispiel ein Gegner einen Potion fallen lässt, dann lässt er mit diesem Talisman ein High Potion fallen. Das kann ziemlich gut sein, dieser Mock-Talisman, aber er ist nur gut, finde ich, wenn man Stelen mit hat, weil dann sind die gestohlenen Items wertvoller. Aber nicht bei jedem Gegner, bei manchen Gegnern bleibt es gleich. So, dieser Accessoire-Schmied, der ist wirklich fleißig. Der frustrierte Headhunter. Beim letzten Mal hatte der Handwerker seine Arbeit bereits beendet und war erneut auf Wanderschaft gegangen. Doch nun erhält er eine weitere vertrauenswürdige Meldung. Unser Mann soll sich momentan in den Slums befinden. Okay, zuerst im Gebäude, dann in den Slums. Normal. Und dort an neuen Accessoires arbeiten. Wirbel natürlich, wie immer. Ich mache Werbung für Shinra, obwohl Shinra mich hasst eigentlich schon nach der Story nach. Naja. Die Logik dahinter dürft ihr euch für selber vorstellen. Diese Mission kann man theoretisch natürlich auch vor Nibelheim machen. Aber das ist nicht einfach. Ist das... Nein, Moment, der ist auf der anderen Seite, oder? Ja, der ist auf der anderen Seite. Das sah jetzt so aus, als wäre der Endgegner auf dieser Seite, aber nein, der ist auf der anderen Seite. Ich mag die Slums nicht. Warum? Da sind so viele Häuser! Und es sieht so düster aus hier. Naja, es sind Slums. Was erwartet man hier schon? Reiche Leute? Leute, die sich mit Geld um sich werfen? Ja, normal, oder? Ich meine, ist doch alltäglich. Ah, hier rechts ist doch eine Kiste. Und da hinten ist dann der Endgegner. Gut, gut. Ich erwarte mal etwas Cooles da drin. Eine Kiste mit einem weiteren Elixier. Und die werden jetzt sehr gut, wie soll man sagen, rausgepfeffert, diese Elixiere. Moment, Gegner, zack, MP, gib mir MP, MP frei, sage ich nicht, nein, doing, doing, Ultima, hallo. Die kann Ultima dreist. Und einen Höllenblick. Wenn der euch normalerweise treffen würde, würde er den Zustand Fluch, Gift, Stelle unbenommen machen. Unter Umständen sogar Stopp. Zero Bahamo mit dreifacher 7 und das mit Limit niedrig. Normal. Was wieder auf normal ging, genau. Exa Flare Stufe 1. Ah ja! Wumms! Das sieht so geil aus!
27.000. Was hat der MP, hey? Und jetzt haben wir auch noch MP abgezogen. Ha, wie passend. Interessant, dass er noch zaubern will, aber er kann ja nicht mehr zaubern. Er hat schließlich keine MP mehr. Moment, kannst du mal kurz das zaubern? Ich will das zeigen. Ja, wir ziehen MP, schön. Ich will das zeigen. Also er macht Ultima, Ultima, Ultima und... Bläh! Nichts passiert. Weil er halt keine MP mehr hatte, habe ich ihn alle abgezogen. Schon etwas cool. Okay, Magieschlag bei 18 MP. Okay, bei 15. Macht keinen Sinn. Das Interessante bei diesen Starren ist, es reduziert eure MP nicht mit fixen Schaden, sondern prozentual. Ihr reduziert die MP, glaube ich, bei einmal Starren um 90% pro Treffer. Will heißen, es reduziert eure MP nie auf 0. Was sehr interessant ist. So. Zwei weitere. Zack, zack, ich entsäue euch alle MP! Oh, die haben doch einiges. Zack, zack, und tschüss. Hab ich verziehen? Moment, da gesagt. Tschüss! Ja, so kann man auch kämpfen. Ich entziehe mal die Gegner ihre MP und wenn sie zaubern wollen, ja, ich gehe einfach wieder. Wenn es funktioniert. Aber schade ist halt, dass die Gegner nicht sterben, wenn sie 0 MP haben. In anderen Final Fantasies ist das manchmal der Fall, aber auch nicht wieder immer. Oh, hier gibt's Shinra Protektoren Plus. Ich glaube, die erhöhen die Cons um 80. Gut geraten. Um 80, das ist einiges. Aber wenn ich Cons will, dann rüste ich meinen Hammerschlag aus. Ein weiteres Mithril, von dem bekomme ich auch jetzt so viel. Brauche ich so viel Psy oder was? Weil ich von denen so tonnenweise jetzt nachgeschmissen bekomme? Naja, vorstellen kann ich es mir ja. So. Sieht nach Endgegner hier aus. Gut. Hallo. Och, die hüpfende Bälle sind hier. Na dann. Zuerst die hüpfende Bälle wegnehmen. Donks, bevor sie Probleme machen. Die haben eh kaum TP. Und dang! Achtung! Uah, Flair! Und ein Zerstörer mit VK! Moin! Ich entziehe dir alle MP! Wenn ich nur könnte. Der hat Verrohrung gemacht, das ist ein Radix-Status für ihn. Moin, kurz Wall, dann sind die Angriffe nicht mehr so stark, genau. Interessant ist auch, dass die Subspirit-Klinge kritisch treffen kann. Diese Szene haben wir noch gar nicht gesehen, glaube ich. Noch überhaupt Doppel-Sex! Was nicht so hilfreich. Donks! Glückssterne Stufe 4! Yeah, I am fighting now! Woohoo! Los geht's! Kritisch! Und... kritisch! Hyper-kritisch! Jetzt machen wir nochmal Verrohrung. Und er explodiert! Woo! Schöne Heilung nebenbei. Mit 26.000. Dank dem Zauberarmband. Dafür gibt es ein verdrehtes Kopfband. Das verdrehte Kopfband war ja Zustand Dauerradix, ne? Lass mal nachgucken. Verdrehtes. Ja. Kann gut sein, aber um Radix kümmert sich meistens eh die DBW selber. So, die letzte Mission um den Headhunter. Der entschlossene Headhunter. Extrem! Endlich! Gegenwärtig soll der Handwerker unter Einsatz seines Lebens hingebungsvoll an seinem letzten Werk arbeiten. Was? Der Krone seines Schaffens. Zu diesem Zweck hat er sich in eine Höhle zurückgezogen. Finde ihn und wirb ihn für seine Zwecke, bevor er sein Werk vollendet und sein Leben verwirkt. Moment. Der will ein Accessoire machen und sich danach umbringen? Das muss ich nicht verstehen, oder? Ich denke drüber nach, ob ich das machen würde. Ich glaube, nein.
mein Werk vollendet, ja, dann mache ich hier noch was Besseres. Es geht immer besser, es gibt nie ein Ich bin fertig. Zumindest fast nie. Es gibt Ich bin fertig mit dem Spiel, ja. Aber so? Fertig? Mit Leben? Kann ich mir nicht vorstellen, tut mir leid, Leute. Ich nicht. Okay, ich suche wie immer nach Kisten. Und da es hier drei Sackgassen gibt, gehe ich davon aus, dass hier irgendwo sogar eine ist. Okay, hier ist mal nix. Oder habe ich da jetzt vielleicht irgendwas übersehen? Moment. Nein, okay, da ist wirklich nix. Schade. Dann die nächste Reihe. Ah, hier ist eine Kiste. Matt, habe mich darauf gespannt. Eine Wirbelattacke plus. Ist die gemastert oder sowas? Wirbelattacke plus. Ja, hier. Na, warte, das ist eine normale Wirbelattacke. Plus hat's geheißen. Okay. Wo ich die hier habe? Keine Ahnung. Muss schon etwas länger her sein. Okay, hier ist jetzt auch nicht so aus, als wäre hier noch eine Kiste. Vielleicht hier in der Ecke. Nee, das müsste man sehen. Okay, ist auch nichts mehr. Dann gibt's nur noch ganz hinten das, den Weg. Die Musik hier macht geile Stimmung. Als würde gleich irgendwas vorbeikommen und sagen, Hallo, ich bin Jum! Drei Schokomops-Federn. Ist hier vielleicht noch was? Sieht nicht danach aus. Aber ich schaue jetzt mal ganz genau nach. Hier ist nix und hier ist auch nix. Sehr viele Wege, wo keine Kisten sind. Das ist mir immer ein bisschen suspekt. Aber ist halt so. So, aber hier ist eine Kiste und dann geht's nur noch nach links oder rechts. Ein kleines Stückchen. Eine weitere Kiste mit Graviga. Ist das gemastert wenigstens? Oder so ein Spaß? Ein Graviga. Graviga. Ne, ich glaube, das war ein normales. Die Effekte, die ich da habe, das sind meine eigenen. Die ich gemastert habe. Einfach so, just for fun. So, und hier ist auch nichts mehr. Gut. Dann gibt es nur noch den Vogel und mich. Ich habe einen Vogel. Activating Combat Mode. So. Den durchgeknallt. Zuerst mal Magieschlag. Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Vögel hier, die Nornis heißen die, vergiftet werden können. Weil sonst war es immer so, dass diese, Vögel vergiftet werden konnten. Wow, ist die Heilung gut. Die hauen auch schnell rein hier. Na, gute Nacht. Das heißt mal Wall. Dann ausweichen. Oh ja, 3000 ist schon viel besser als wie 7000. Da mal mit Zeitungs reinpfeffern. Kommt sicher das DPW? Werden noch angenommen? So stelle ich mir meistens vor, wenn sowas kommt. Und er ist da. 7, 4, 3. Yay! 8 Streichstufen. 5. Hui! Zack, zick, zack, zock, bang, dang! Das macht ganz schön Schaden. Was anderes habe ich ja nicht erwartet. So, Seismos. Okay, die Vögel haben den Zustand Radix. Teilweise. Ich kann ihnen nichts anhaben, wenn sie angreifen. Also anhaben schon, aber ich kann sie nicht unterbrechen in ihren Aktionen. Ah, wenn einer weg ist, dann geht's eigentlich. So, einer ist mal weg. So, Nummer 2. Und Nummer 3. Dreifache 6 kritisch. Subspirit! Danke sehr für die ganzen MP! So, und ich besiege jetzt. So, ups! Achtung! Genau. Ja, am Anfang ein bisschen schwer, aber es geht. Dafür geht es! Denn Energieanzug! Das war das letzte, was dieser Typ gemacht hat. Den Energieanzug. Was? Ich glaube, den haben wir schon, ne? Das ist ja der. Genau, der die Magie erhöht. Aber dafür die physischen Komponenten, Konz und Stärke reduziert. Und zwar um einiges. So, hätte ich das auch abgeschlossen. Jetzt
Hi, nur noch 4 Missionen. Abteilungen, sagen wir so, ja. 4 Missionen wäre ein bisschen wenig. Gut, Leute, wisst ihr was? Wir machen dann weiter mit der Sonderwaffenentwicklung. Da ist auch nicht mehr viel zu machen. Chances Horde, Wutai-Krieg, die 1000-Mann-Mission. Die wird sowieso etwas lange dauern. Und dann geht es hier hinein. Ich freue mich schon drauf. Bis dann und ciao! Da 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 da